Hallo und herzlich willkommen. Weitere Folge LS 22 mit der Mark Nordfriesische Karte Version 1.1 mit Gräben. Wir gucken mal ganz kurz in unseren Fuhrpark. Hier wird fleißig angesät, das ist schön. Wir wollten mal gucken, was es diesen Verträgen aktualisieren, was da so macht. Hat aktualisiert. Säen, Spritzen. Grobmann ist immer noch ein ganz Liter Nei drin. Ballenpressen in klein. Das ist echt in klein. 18, was ist denn 18? Neun. 20. Ach, das ist 8. Oh, das ist aber schier klein. Siebenundsiebzig. Auch alle so wüste Schläge hier. Gleichen. Feld 70. Wie viel Hektar hat das Stück? 59. Das hat gerade mal 11, Alter. Feld 70. Was ist der Feld 70? Ist das hier, oder? Das ist das. Bringt aber auch nur 18.000 minus 2,5 und 16.000. Schaubar. Schwierig. Hauke Marquardsen. Ich würde ja den ganz gerne mal nutzen. Hirse auf Feld 56. Nicht 65. Das hier unten. Das ist alles immer schier weit weg. Vielleicht einfach nur nicht ganz auf der Höhe. Groban. Groban ist eigentlich immer relativ einfach, weil da fährst du hin, stellst ihn an und dann lass ihn machen. Irgendwann ist er fertig. Zweite Runde. Ah, Schierer-Gruppe. Und einen schieren Trecker haben wir. So. Wir kommen ja hier nicht drum herum. Sind da alles Lohndienstleistungen? Was für ein Feld haben wir gesagt? Was haben wir genommen? 76 war es richtig. 77. Vorteil ist ja. Errungenschaft freigeschaltet bei dir. Ja, ist klar. 77, auf geht's. Müssen wir mal ganz kurz in die CP-Einstellungen. Automatisch Repair. Kursgeschwindigkeit auch schon hoch. Guck
gucken, wie gut die fahren. Seit so einem neuen, so mit Kurven und so weiter, fahren die auch mit einem Knicker. Müssen wir mal eben kurz gucken. Will ich mir jetzt mal eben kurz angucken. Arbeitsbreite 15,7 Meter. So schön ist. Na gut, wenn die Kurven halt alles richtig schön eingefahren sind, dann ist gar kein, Problem. Da muss man den echt schon mal lassen. Vielen Dank an Homer? Homer heißt ja, glaube ich. Ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt mal bei Homer für die Autodrive-Kurse. Ich habe heute noch nachgeguckt, habe es aber auch wieder schier vergessen. Tut mir leid. Ich meine aber, Homer hat die Kurse eingefahren für die nordfrische Karte. Vielen Dank. Er erleichtert mir und einigen anderen viel, viel Arbeit. Sonst müssten wir die Kurse alle einfahren oder ich einen großen Teil, beziehungsweise hätte ich den jetzt dahin gefahren. Oder hätten wir dann selber mal 1-2 Stunden Zeit genommen, die wichtigsten Kurse, die wichtigsten Straßen einzufahren. Aber bei so einer Straße hast du, fährst du hin, zurück und dann musst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anschlüsse machen. Du fährst immer links ab, rechts ab in diesem Fall. Und rein kommst du auch von links und von rechts. Das sind schon mal 4 Anbindungen. Auf der anderen Seite das gleiche. Beziehungsweise, wenn du ein Dreieck-Kreuz hast, hast du ja noch, hast du 1, 2, 3, 6, 9 Anschlüsse. Also das ist schon wüst. Und dann würde ich echt sagen, vielen Dank. Erleichtert uns nämlich richtig viel Arbeit. Und heute ging, ich habe heute auch die Updates, ich habe heute Update-Karte gemacht, Update-Mods nochmal und ich habe allgemein von allem Updates gemacht. Ich muss sagen, heute ging das Up-Download noch schneller als direkt beim ersten Mal. Es sind auch einige Updates gemacht worden bei der Karte. Welche jetzt da genau waren, kann ich nicht sagen, aber so ein paar schwebende Sachen und sowas, was halt irgendwann einfach mal auftaucht, sind gemacht worden. Finde ich, hält jetzt gleich eigentlich hier vorne. Weiß ich nicht, wer vorne der Anfahrtspunkt ist. Doch, hier vorne ist der Anfahrtspunkt. Oder? Oben ist der Anfahrtspunkt. Okay. Man muss ja schon sagen, das sind ja schon richtige Schläge, die da sind. Also muss man den ja schon lassen. Das ist schon ein bisschen was. Hier wohnt viel Action, garantiert. So. 77 ist noch dahinter. Ach, das war ja mal 1. Genau, jetzt. Ja, der hat keinen Sieg. Boah, guck mal, Schirr ist umgehend. Geht's ab. Dreiviertelhose im April. Läuft. Endlich könnten wir auch gleich selbst mal ansehen. Wir müssen natürlich nicht den CP machen lassen. Hier ist alles verdorrt, oder? Dinkel. Ist einmal kommen, danke. Ich muss mal kurz gucken, ob ich verdorren aus habe. Weiß ich gar nicht, ob ich das ausschalten kann. Saison, Fruchtzerstörung, Ausflug notwendig aus, Lesesteine an, Kalk notwendig an, Unkraut an. Statt enger Fisch, Putzverbrauch, Kalkhelfer. Guck mal. Da ist er auch schon wieder weg. So, jetzt müssen wir mal eben hier Felder einstellen. Hier Bahn einstellen. Job erstellen, CP Feldarbeit, in diese Position, Zielposition, genau, CP Kurs öffnen, 15,7, fährst du auch dreimal vor,
Überlappen wenig. 2% Squad. Generiere Feldkurs. Feld 77 ist das. Ordner Feld 77. Okay. Kurs speichern. Probahn 15,7 Meter. Okay. Warum speichere ich Kurse? Finde ich eigentlich im aktuellen LS. Du bist ja so schnell mit dem Kurse generieren. Wenn ich da jetzt mal ein bisschen Übung drin habe, bin ich da auch wieder zügig drin. Grob muss ich aber auch sagen, im aktuellen, du bist ja unheimlich zügig. Was ich aber jetzt habe, ich habe hier unheimlich große Kurse. Der hat über 3.936 Punkte anzufahren. Das wird er nicht in der nächsten Stunde schaffen, die ganzen Punkte anzufahren. Deswegen bin ich da eher so einer, ich speichere die Kurse ab, hab die dann beim nächsten Mal noch und kann ihn zur Not, falls die Kurse nicht gespeichert werden, also nicht automatisch im Fahrzeug, sondern einfach wieder auswählen und kann ja an einem bestimmten Punkt wieder weiterfahren. Deswegen speichere ich ganz gerne Kurse. Sonst finde ich, das kann man das auch vernachlässigen, aber bei diesen großen Feldern und so, wenn du jetzt 3 Stunden, 4 Stunden am Stück spielst, was ich seltenst mache, dann ist das gar kein Problem, dann startest du den und dann wird der auch fertig in den 3-4 Stunden. In diesem Fall ist das aber nicht so. Da war ich ja meistens irgendwie so eine Stunde, mal vielleicht auch wirklich diese 2 Stunden am Stück, wenn ich halt komplett aufnehme. Dann halt auch Zeit habe, was heißt Zeit habe nicht, aber halt dann laufen die halt und dann, das dauert halt meistens länger. Deswegen bin ich da halt dann so einer, komm hier, wir gucken mal, so, wir können immer noch mal wieder was anderes machen. So, wir haben den am Laufen. Ballenpressen will ich nicht. Grubbern auf 73, da gibt es ja teilweise einfach gar kein Geld für. Und Säen ist so eine lästige Aufgabe. Der läuft. Muss ja sagen, macht ja auch schön, kannst ja auch nichts zu sagen. Gucken wir uns mal eben kurz hier vorne an. Hier vorne hat er was vergessen. Ich habe die Kurven auch auf weich gestellt, deswegen finde ich das jetzt A gar nicht mal so schlimm und B auch eigentlich relativ normal. Und hier hinten, das passt mit der Feldbegrenzung, glaube ich, noch nicht ganz so. Das jetzt, da will ich jetzt gar keinen Vorwürfe machen oder so. Ich habe vergessen zu düngen, oder? Deswegen hatte die Kante nicht mitgenommen. Die fahren wir nachher nach manuell nur einmal nach und dann ist gut. Ich denke, das kommt. Das kommt mit allem mit der Zeit. Wir haben es ja aktuell auch nicht so schlimm, will ich mal so spontan sagen. Wir sind ja sehr spritzen. Ich will nicht spritzen. Grubbern. Ja, hat sich nicht viel geändert. Bringt auch im Endeffekt nicht immer was. 63, was ist denn 3? Ich muss mir auch die Felder immer mal ein bisschen angucken. 63, wo ist denn 63? Da unten ist 63, das komische Kackstück ist das. Ich weiß nicht, ob ich Dünger oder Kalk drin habe. Ich muss auch den Dings Control Mod nochmal mit drauf nehmen. Fällt mir jetzt natürlich alles wieder. Es ist immer so, die ersten paar Wochen Aufnahmen sind immer ein bisschen schwierig. Wie heißt der denn? Ich schreibe einfach mal Control Mod. Übersichtsmod auf. Muss halt so reichen. Ich kann es auch nicht. Wir sollen düngen, oder? Nicht? Vielleicht schon? Ja? Was? Düngen? Hallo Rehe. Ich lade noch meinen Dünger nach. Ich will das Ding natürlich voll haben, wenn ich darunter cruise. Guck mal hier, da zählt jetzt auf was. Ich gehe davon aus, dass es Dünger ist.
sehen wir natürlich jetzt auch sofort. Ja, ist Dünger. Perfekt. Wir holen uns aber jetzt noch ein paar Big Packs. Ich will das Ding einfach voll haben, wenn ich da runterknalle. Schon mal los cruisen hier. Zack. So. Das läuft auch, das läuft auch. So, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt einen schönen Auftrag für Säen an und fahren einfach mal selber säen. Ich hab da Bock drauf. Ich will den mal fahren, den McCormack, der soll geil sein. Kann ich mir wieder drei Lohnaufträge annehmen? Das ist aber jetzt natürlich schwierig. Okay. Muss ich mal gucken. Eigentlich hatte ich dafür aber mal drauf. Muss ich mal gucken. Gut. Ich bedanke mich aber trotzdem wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei der Folge. Nordfrische Marsch, Stonnergold. Tschüss.